Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed 3, die Tyrannei des König Washington. Und ein Abo und der Daumen nach oben sind natürlich wie immer und sonst. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr dazu entscheiden solltet. So, wir gehen jetzt mal hier hin. Hauptmission. Schnellreisen. Ab jetzt können wir immer schnell reisen. Hauptmission, Hauptmission, Hauptmission. Und dann schauen wir mal, wie lange das dauert. Zurück zum Absender. Wir sitzen in dieser Gasse fest, wenn Franklin Verstärkung mitbringt. Wie letztes Mal. War doch nach Jägern. Dann sagst du, seist ein guter Jäger. Und kannst alles und jeden finden. Ich tue mein Bestes. So einen Mann brauche ich. Jahrelang habe ich für die Freiheit gekämpft. Ich dachte, Washington läutet ein neues Zeitalter ein. Doch er hat sich geändert. Leider droht dieser zweiten Rebellion das Ende. Sir, das Pulver ist verschossen. Wir müssen Boston verlassen, sonst sind wir erledigt. Doch ich will erst noch ein paar Kameraden befreien, loyale Burschen, allesamt. Aber diesmal lassen wir uns nicht überraschen von diesem Mörder, Franklin. Wenn ich einen Mann hätte, der Franklin aufspürt, während wir unsere Freunde befreien, würde das die Blauröcke ablenken und den Erfolg garantieren. Ich habe selbst eine offene Rechnung mit Franklin. Großartig. Dann haben wir dasselbe Anliegen. Ab und an gibt es wertvolle Informationen zu hören in der Taverne hier. Dein Aussehen zieht Blicke auf sich. Aber wenn du dich unter die Bürger mischen kannst, solltest du Franklin verfolgen können. Irgendwelche Missionsoptionen, optionalen Dinger? Nee. Hä? Da ist wieder eine Truhe. Warum ist da wieder eine Truhe? Schalten die sich nach und nach frei, die Schätze? Oh nein. Ich habe mich schon gewundert, warum Boston so leer war. Wer hat mich denn jetzt wie entdeckt? Natürlich, ich hab übrigens auf B gehämmert und dann X. Aber naja. Manchmal klappt's halt nicht. Manchmal erkennt das Spiel das nicht, wenn man B drückt. Ist nicht das erste Mal, ist schon das tausendste Mal, dass es das nicht erkennt. Ich meckere normalerweise nicht darüber, weil ich mir denke, komm. Die Kämpfe sind ja prinzipiell schon so leicht, aber dann. Naja. Wenn man dann desynchronisiert wird, weil das Spiel mal wieder die B-Eingaben nicht checkt. Dann nervt es halt schon maximal. Das sind so Sachen, über die ich normalerweise gar nicht meckere. Das sind so Sachen, die nehme ich einfach schon hin. Auch dass man erkannt wird, wenn man hier oben ist, was auch sehr lustig ist. Ich weiß nicht, wer mich hier gerade eben oben erkannt hatte, aber. Ich werde leider wieder sterben.
schaffen wir doch nicht. Ich hab gedacht, Wilde würden hier nicht bedient. Will jemand spielen? Ich spiele gegen jeden. Hier ist ein Lust auf ein Spiel? Viel besser als Kartenspielen. Meinst du nicht? Ich weiß noch als... Hey, ich versuche mich zu konzentrieren. Gut, wollte nur nett sein. Sowas. Der alte Franklin schickt mich wieder mit einer Nachricht. Die Kamera. Hast du mich erwischt. Und das Schlimmste ist, die Nachricht ist für Putnam. Scheiße, du bist ein toter Fisch. Genau. Bei diesen beiden gibt es immer irgendeinen Anlass, eins draufzukriegen. Franklin gibt dir die Knute und Putnam wird ihn nur übertreffen wollen. Irgendwas Großes läuft da. Nur ein Ale für mich. Ich muss das zu Putnams Lieutenant bringen, sonst gibt's Ärger. Oder Schlimmeres. Nein. Wenn ich jetzt nicht schnell genug war, dann muss ich die ganze Mission neu spielen. Boah, was ist das für ein schlechtes Missionsdesign? Das ist so eine schlechte Mission. Jetzt sagt mal bitte ehrlich, schreibt mal bitte in die Kommentare. Ist das eine gute Mission? Ist das ein gutes optionales Ziel, dass man so schnell zwei Steine machen muss? Wie dumm ist das denn? Das ist einfach dumm. Und dann tut er zwischendurch einen einfach aufhalten, das zu machen. Wie dumm ist das denn? Oh, da setzt sich zwar hin. Jetzt musst du erstmal 15 Sekunden warten. Jetzt hast du noch 5 Sekunden Zeit, noch einen zweiten Stein zu holen. Es ist so dumm. Es ist so maximal dumm. Es ist einfach dämlich und dumm und hässlich und billig und als hätte es ein Praktikant gemacht. Optionales Ziel müssen wir noch einbauen. Ja, mach mal 2 Steine gewinnen. Das ist so. Es tut mir leid, dass ich mich da so aufrege, aber es ist halt auch einfach. Die Masse an Dingen, die einfach dumm sind. Es ist die Masse an Dingen. Es ist das alles. Es ist ja nicht nur das. Es ist ja das Problem. Wenn es so das wäre, wäre ja super easy alles. Gar kein Problem. Aber so. Naja. Ist ja ein bisschen mehr als nur das, ne? Ich hab gedacht, Wilde würden hier nicht bedient. Den sollte man in ein Sklavenlager stecken. Will jemand spielen? Ich spiele gegen jeden. Viel besser als Kartenspielen. Meinst du nicht? Ich weiß noch als... Hey, halt's mal. Ich versuch mich zu konzentrieren. Gut, wollte nur nett sein. Sowas. Ich kann nicht mehr bewegen. Das ist so traurig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der alte Franklin schickt mich wieder mit einer Nachricht. Oh, jetzt hat's dich erwischt. Und das Schlimmste ist, die Nachricht ist für Putnam. Scheiße, du bist ein toter Fisch. Okay. Genau. Bei diesen beiden gibt es immer irgendeinen Anlass, eins draufzukriegen. Franklin hat nicht gezählt bisher. Und Putnam wird ihn... Oder? Doch. ...übertreffen wollen. Irgendwas Großes läuft da. Nur ein Ale für mich. Ich muss das zu Putnams Lieutenant bringen, sonst gibt's Ärger. Oder Schlimmeres. Alter, wie dumm das ist. Ich muss ihm die Nachricht vorsichtig aus der Tasche stehlen. Da war jetzt halt nicht noch ein optionales Ziel, was irgendwie, ne? Nee.
Putnam, es scheint ein Missverständnis zu geben, was unsere jeweiligen Positionen und Autoritäten betrifft. Ein persönliches Treffen ist unumgänglich. An den Docks morgen 10 Uhr nachts. Für unsere Sicherheit ist gesorgt. Hochachtungsvoll, Ben Franklin. Putnam, die Nachricht nicht erhält. Nicht die Gelegenheit, Franklin zu schnappen. Ich muss ihn zurück in den Beutel des Boten bringen. Gibt auch ein optionales Ziel. Nee, doch nicht. Das überbracht. Führt es mich direkt zu Franklin. Okay. Das war ein cooles optionales Ziel übrigens. So ein bisschen Zeitlimit zu schaffen, das ist immer ganz nice. Man weiß auch, wenn es fehlsteckt, kann direkt zum Checkpoint und so, ne? Das ist cool. Wer seid ihr? General Putnam kann zu dem Treffen nicht erscheinen. Was? Das ist doch absurd. Washington wird das erfahren. König Washington? Seine Majestät hat sich nach New York entfernt, um der Rebellion dort ein Ende zu setzen. Sich entfernt? Ich wurde nicht informiert? Putnam bat mich, diese Erklärung des Königs zu überbringen. Hiermit attestiere ich, dass Israel Putnam fortan die... Was soll das? Von nun an befolgt ihr die Befehle Putnams. Ich soll seinen Befehlen folgen? Ich schlage vor, dass ihr mir etwas Respekt zeigt, oder ich lasse euch erschießen! Wachen! Wachen, aber... Man soll nur hinterherjagen. Man soll ihn nicht töten. Still.
komm mit mir. Mein Gott, was haben wir getan? Ich wurde ein Monster. Als hätte Washington mich unter seiner Kontrolle gehabt. Komm schon. Er vernebelte meinen Geist. Er... Das interessiert mich nicht. Komm mit mir. Bringst du mich vor? Um mich zu töten? Aber jetzt kann ich dir doch helfen. Du musst verstehen, es war, als würde er meine Gedanken kontrollieren. Ich konnte nicht selbstständig denken. Töte mich nicht, nicht jetzt, wo ich wieder bei Sinnen bin. Ich tat schreckliche Dinge, schreckliche. Ich bereue das, aber ich war wirklich selbst. Ein Mächtiger, diese Tiere tun, was du willst. Verblüffend. Was, wenn ich dich leben lasse? Ich wünsche nur, meine Sünden wieder gut zu machen. Ich werde nicht ruhen, bis der König gestürzt ist. Wie? Mein guter Mann, ich kann sehr vieles beitragen. Ich diente an Washingtons Seite und kenne seine Gewohnheiten. Wir werden mit Adams darüber sprechen. Okay. Prozent. Da brauchen wir keine schnelle Reise, da können wir so hingehen. Wie viele Missionen sind es noch? Ah, sind noch 4 Stück, immerhin. Sam Adams, ein Gefangener. Franklin. Ihr Bastard. Bringt ihn raus. Und erschießt ihn. Nein, nein, Sam. Ich bin wieder bei Verstand. Ich will helfen. Was ist mit dem Mord an meinem Vetter John? Den Familien von Dorchester? Was ist mit der alten Kirche, die ihr mit allen niedergebrannt habt? Alles schrecklich. Tu, was ich sagte. Nein. Ich glaube, er wird uns helfen. Um das alles zu beenden, müssen wir an Washington heran. Und Franklin kennt ihn am besten. Wir erfuhren, dass er in New York ist. Doch im Verbund mit Jeffersons Rebellen in Manhattan könnten wir den König angreifen. Aber wie soll ich der Umklammerung von Boston entkommen? An den Docks wimmelt es von Soldaten. Putnam ist fort. Und der Captain am Boston Neck ist ein heimlicher Anhänger von uns. Ich bin sicher, er hilft uns, wenn er weiß, dass er keinen Ärger kriegt. Aber er müsste uns so helfen, dass man ihn dabei nicht erwischt. Vielleicht könnte man die Rumrationen seiner Männer erhöhen. Dann treffen wir am Boston Neck auf Betrunkene und könnten durchstoßen. Und in New York kann ich euch erst recht helfen. Ich will es nicht wissen! Ich habe ein cleveres Sicherheitssystem für Washingtons Palast entworfen. Ein Angriff dort wäre völlig unerwartet. Du könntest mich durch die Absperrungen bringen? Du brauchst ein Metall mit bestimmtem Gewicht. Ich kenne einen Schmied, dem ich vertraue. Er hilft dir. Das ist absurd. Ich besorge Franklins Metall, dann stoßen wir zu dir. Du verschwendest deine Zeit, mein Freund. Aber wir sehen uns in New York. Das ist doch hier Dings. Wie hieß er nochmal? Big irgendwas. Was kann ich für Big euch Dave, tun, genau. Benjamin Franklin schickt mich. Er hat eine Bitte an dich. Franklin? Er sagte, du besitzt ein ungewöhnliches Metall. Er möchte, dass du es mir gibst. Na, das ist so eine Sache. Das Metall, bitte. Da kam einer vorbei, wollte sein Pferd beschlagen lassen. So wie es derzeit steht, war mein Eisen aufgebraucht.
Und von irgendwas muss man ja leben, oder? Tut mir sehr leid. Du hast Hufeisen daraus gemacht? Ja. Sahen auch gut aus. Echt gut. Sah schick aus, als er davon ritt. Arbeitet wohl in der Zitadelle. Dann wollen wir mal das Pferd aufspüren, wa? Ich sehe schon kommen, wenn wir mit dem Pferd dann vermutlich unbemerkt das Pferd stehlen. Ja, wir müssen das Pferd stehlen. Es wird ein großer Spaß. Hier sind nur zwei Pferde. Da hinten kann kein Pferd stehen. Ah. Checkpoint neu starten. Verkackt. Was? Bitte zähl jetzt nicht, dass ich auf dem Pferd bin. Boah, Glück gehabt. Bin ich entdeckt? Es ist nichts rot. Bleib es still. Plötzlich bumm entdeckt, hä? Macht gar keinen Sinn. Was? I don't get it. Egal. Hilft mir aber, dass wir hier neu starten. Oh, das Pferd ist tot. Das mache ich gerade nicht übrigens. Ich drücke gar nichts. Hä? Was ist hier los? Es ist alles kaputt.
Was ist hier los? Oh mein Gott! Dieses Spiel ist so verbuggt. Es ist heiß da drin. Ich habe den Ofen angestocht. Das Feuer muss extrem heiß werden, um das Metall zu schmelzen. Hast du es? Ich hoffe, du hast deine Brechstange. Wofür? Maximal weird, leider. Die ganzen Bugs in dem Spiel. Moment. Wir machen das eben anders, damit die Einblendung unten verschwindet. Oh, wir haben schon wieder eine neue Truhe freigeschaltet. Die müssen wir schon noch holen. Das finde ich aber maximal dämlich, dass man dann immer eine Truhe freischaltet. Hä, warum kann ich mein... das Ding nicht benutzen? Oh nein, es ist alles kaputt. Es geht... jetzt geht's wieder, hä? Es ist maximal weird. Hey, das ist die Truhe, die wir schon geplündert haben. Das ist die von der Taverne. Die haben wir schon geplündert. Das Enterbeil haben wir vorhin schon bekommen. Okay. Meinetwegen. Looten wir halt ein paar mehr Enterbeile. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns aber wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pad verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.